Und Mike sagt zu mir, Herr Sonné, Sie haben mir einen Steuerbescheid geschickt. Ich kann es nicht zahlen. Ich habe das Geld nicht. Mein Name ist Marc Sonné. Ich war selbst 5 Jahre lang Finanzbeamter. Danach habe ich Rechnungswesen, Steuern, Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsprüfung bei der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft studiert. Heute unterstützen wir Agenturen, Coaches und Dienstleister dabei, durch unser Protect and Grow System ihr Unternehmen abzusichern und gleichzeitig Vermögen aufzubauen. Diesen Anruf von Mike habe ich in meiner Zeit als Finanzbeamter bekommen und er hat mir mitgeteilt, er kann die Steuerlast nicht zahlen, die wir im Finanzamt festgesetzt haben. Und er war in einer absolut katastrophalen, schier aussichtslosen Situation. Mike hatte eine Ausbildung als Industriekaufmann absolviert und hat relativ schnell für sich gemerkt, das ist es nicht. Das ist nicht das Leben, was ich führen möchte. Ich will mehr. Also hat er sich neben seiner Vollzeitstelle für dieses Thema Online-Marketing interessiert und hat auch dort relativ schnell sich eine Expertise aufgebaut und hat dann in der Anfangsphase neben seiner Tätigkeit ein bisschen Geld dazu verdient. Er hat aber dann einfach gemerkt, dass mehr möglich ist. Er hat gesehen, er hat schon Kunden abgeschlossen, er hat schon Umsätze in dem Sinne erzielt und hat dann den Entschluss gefasst, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich gehe all in und setze alles auf eine Karte. Gesagt, getan. Er fängt an, damals noch im Homeoffice und fängt jetzt an, weil er den ganzen Tag Zeit hat, sich auf sein Business zu fokussieren. Er hat auch relativ schnell Erfolge. Er lernt das Thema Marketing, er lernt das Thema Verkauf, er verwendet Skripte und plötzlich kommen natürlich weitere zahlende Kunden. Das erste Mal im Monat schafft er es, einen 5-stelligen Monatsumsatz zu erzielen. Das bedeutet 10.000 Euro. Das war damals für ihn undenkbar gewesen. Diese Summe, die noch nicht einmal bei seinem Angestelltenverhältnis sein Chef monatlich verdient hat, geht jetzt auf seinem Konto ein. Und er ist jung. Das bedeutet, er interessiert sich für diese Themen, Versicherungen, Finanzen, Steuer. Das ist für ihn nicht seine Baustelle, sondern er sagt, ich will grandiose Kundenergebnisse liefern, ich will mein Unternehmen aufbauen, ich brauche Marketingmaterialien, ich will mein Unternehmen größer machen und darauf geht sein kompletter Fokus. Was hat er in dem Sinne getan, als er damals den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgegeben hat? Ja, da war es für ihn so, er hat natürlich gesagt, erst einmal pokern wir in dem Sinne niedrig. Das bedeutet, er hat keine Vorauszahlung geleistet und zahlt auch im ersten Jahr keinerlei Steuern. Das nächste Thema war bei ihm das Thema der Versicherung. Auch hier hat er gesagt, bei der Krankenversicherung, ich will mich damit gar nicht befassen, lass mich mit diesem Kram in Ruhe. Es kam dann auch immer mal wieder Post von der gesetzlichen Krankenversicherung. Da hat er gesagt, ich gebe 0 Euro an, zahl den Mindestsatz. Alles ist in dem Sinne gut. Und so hat sich das erste Jahr entwickelt. Er hat relativ schnell, relativ viel richtig gemacht aus dem unternehmerischen Aspekt heraus und hatte dann plötzlich eine Situation, vor der war er noch niemals davor gestanden, weil er hatte jetzt nicht nur Umsatz erzielt, sondern plötzlich auch Geld auf dem Konto liegen. Es waren höhere Summen. Es ging dort auf 20, 30, 40.000 Euro, die jetzt auf seinem Konto gelegen haben, weil er hatte ja noch gar keine Abzüge. Er hatte noch keine Steuer, die er letzten Endes gezahlt hat. Und jetzt ist er in einer Community, wo einfach sehr, sehr viele Unternehmer, die einfach auch schon längere Zeit am Markt sind und weiter sind, mit ihm sich austauschen. Und plötzlich sieht er das Thema teure Uhren, Autos, all diese Thematiken. Und diese Sachen, die er sich schon damals in seiner Ausbildung, in seinem Job, wo er nicht glücklich war, gewünscht hat, die sind jetzt greifbar. Die sind jetzt nah. Die können jetzt realisiert werden. Und genau so hat er es letzten Endes auch getan. Erst einmal wurde in eine Gucci-Boutique gegangen und es wurden sich Gucci-Sneaker gekauft. Als nächstes kam die Rolex-Uhr dazu und er hat sich auch den ersten Traum, den ersten Mercedes in dem Sinne gegönnt, war ein CLA. Und so hat sich das in dem Unternehmen für ihn weiterentwickelt. Er hat eine relativ schnelle Mindset-Themen gemacht. Seine Skills wurden in dem Sinne besser. Er ist jeden Tag in seinem Büro, ist wirklich fleißig und gibt
ordentlich Gas und merkt, ey, es kommt viel rein. Ich kann natürlich auch einiges in dem Rahmen ausgeben. Das erste Jahr ist wie im Flug letzten Endes vergangen. Und ja, er hat einfach seinen Lebensstandard erhöht. Es kam auch dazu, dass er seine Wohnsituation verändert hat. Das heißt, er hatte vorher eine ja, relativ kleine Einzimmerwohnung und ist dann abgegradet in eine Dreizimmerwohnung in seiner Stadt. Das bedeutet, jetzt war er unternehmerisch tätig. Er hat eine schöne Armbanduhr, ein schönes Auto und eine schöne Wohnung. Also wirklich sehr, sehr cool. Genauso wie es auch im Grunde nach von ihm aus seinem Blickwinkel immer sein sollte. Das erste Jahr war abgeschlossen und jetzt sind wir im zweiten Jahr. Im zweiten Jahr macht er den nächsten Step und zwar, er geht hin und hat sich dann natürlich im Ende des ersten Jahres schon sein erstes Büro geholt und jetzt im zweiten Jahr, das Unternehmen fängt an zu laufen, es fängt an zu rollen. 10.000 Euro sind für ihn der aktuelle Standard. Er ist jetzt im zweiten Jahr, hat das jetzt schon geschafft, auf konstant im Monat 35.000 Euro Umsatz zu erzielen. Das war für ihn sehr, sehr krass, weil plötzlich verdient er das im Monat an Umsatz, was er vorher in einem Jahr als Bruttoarbeitslohn erzielt hat. Zu seinem Büro kam auch jetzt der erste Mitarbeiter. Das heißt, das war eine Assistenz, die er für sich eingestellt hat, die halt letzten Endes ihm sehr, sehr viele Dinge abnimmt und plötzlich war er sogar Arbeitgeber. In dieser ganzen Zwischenzeit war einfach das Thema Steuern für ihn nicht relevant. Auch das Thema Versicherung. Es sind ja die letzten Jahre, ist ja alles gut gegangen, vor allen Dingen auch im Angestelltenverhältnis, da ist nie groß was passiert. Was soll ich mich jetzt mit dem Thema Versicherungen in dem Sinne befassen? Ja, im ersten Jahr war es noch so gewesen, er hatte damals einen Kollege vom Dorf aus dem Fußballverein, ja, der hat ihn dann schon damals beraten, als er noch Industriekaufmann in dem Sinne gewesen ist. Der hat ihm dann eine Betriebshaftpflichtversicherung in dem Sinne verkauft. Dann hat er gesagt, das Thema, da ist für mich letzten Endes dann der Haken dran. Jetzt ist er aber im Alltag im zweiten Jahr und zwar ist es so, er merkt, ja, er hat natürlich Peaks in dem Sinne, wo er mal einen Umsatzrekord hat, wo ein Monat richtig, richtig gut gelaufen ist. Aber er merkt auch, es gibt auch Phasen und Zeiten, wo einfach nicht so diese Interessenten in dem Sinne da sind, wo es etwas schwieriger ist, wo nicht jeder Sales Call durchgeht, ja, wie geschnittenes Brot, sondern er hat auch mal wirklich eine gewisse Durststrecke. Das bedeutet, es ist für ihn konstant, ist er immer über dem fünfstelligen Monatsumsatz. Er hat immer so seine neue Fallback-Szenario sind so die 10, 15, 20.000 Euro, die ihr in dem Sinne habt. Ab und zu gibt es mal Peaks, aber so entwickelt er sich. Es ist ein Aufwärtstrend in dem Sinne zu erkennen. Und natürlich geht es jetzt bei ihm halt auch weiter. Ja? Er investiert jetzt weiterhin, um sein Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Das bedeutet, eine neue Website musste in dem Sinne her. Es gibt Testimonials, die jetzt gemacht werden, um natürlich auch seine Kundenerfolge, die er hat, nach außen sichtbar zu machen. Auch ja, hat er sich eine Unternehmensberatung in dem Sinne angeschlossen, wo wirklich nochmal feingetuned wird, die Prozesse im Unternehmen feingeschliffen etc. Das zweite Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Und was jetzt gemacht werden muss, ist die Steuererklärung. Das bedeutet, er gibt die Steuererklärung für das erste Jahr beim Finanzamt ab. Ende des zweiten Jahres, Anfang des dritten Jahres kommt jetzt plötzlich der Steuerbescheid vom Finanzamt. Zusätzlich zu dem Steuerbescheid werden Vorauszahlungen für das zweite und für das dritte Jahr festgesetzt und im dritten Jahr kommt auch gegen Ende noch einmal die Steuererklärung für das zweite Jahr. Und jetzt sieht er plötzlich dieses Schreiben und weiß, okay, ich muss jetzt einen sehr, sehr hohen Betrag nachzahlen. Plus zusätzlich, ich muss an dieser Stelle noch Vorauszahlung leisten. Jetzt war es aber so, Ende des zweiten Jahres, er hatte sich ein bisschen Urlaub gegönnt, er hatte ein paar Monate, die nicht so gut gelaufen sind und sein Rücklagenkonto war quasi erschöpft. Das heißt, da lagen die letzten 10.000 Euro, die brauchte er, um ja die normalen monatlichen Fixkosten, die er sich mittlerweile mit Büro, mit Mitarbeiter, mit Softwaredienstleistung etc. pp. In dem Sinne aufgebaut hat, am Laufen zu halten. Und dieser Steuerberater, der ist einfach viel zu spät dazugeholt worden und ich war einfach der Finanzbeamte,
auf der anderen Seite des Tisches vom Finanzamt, der diesen Steuerbescheid erlassen und die Steuervorauszahlung festgesetzt hatte. Und jetzt ruft er mich an und sagt, ich habe das Geld nicht, ich habe ein Problem, können wir hier eine Lösung finden? Das Ganze hat sich noch einmal verschärft, weil die gesetzliche Krankenversicherung, er war damals bei der Techniker Krankenversicherung gesetzlich krankenversichert, hat jetzt gesagt, nach den 2 Jahren, Mike, du gibst immer 0 Euro Einkünfte an, das kann nicht in dem Sinne stimmen, und hat gesagt, wir wollen die Steuererklärungen haben. Das bedeutet, diese Steuererklärung ging jetzt weiter zur der gesetzlichen Krankenversicherung. Und was ist jetzt hier passiert? Auf Grundlage dessen, dass er Einzelunternehmen ist und sehr hohe Umsätze bereits im ersten Jahr erzielt hat, hat die Techniker Krankenkasse den Höchstsatz festgesetzt. Der Höchstsatz liegt bei knapp unter 1.000 Euro. Er hatte aktuell nur 220 Euro gezahlt. Das bedeutet jetzt zusätzlich auf den einen Brandherd der Steuer kam jetzt noch die gesetzliche Krankenversicherung hinzu. Wie kannst du dir das nochmal vorstellen, dass wir ein bisschen die Summen greifen können? Und zwar waren es 780 Euro, die Differenz von den 1.000 Euro zu den 220 Euro mal 24 Monate. Das war der erste Block, den er letzten Endes hatte. Der zweite Block war die mittlere fünfstellige Summe an Steuern, die er nachzahlen musste, plus in dem Sinne diese Vorauszahlung. Und er hat diese Rücklagen nicht. Und jetzt kommt er in diese Bredouille. Und was tut er? Er geht natürlich hin, den ersten Anruf, damit habe ich auch das Video angeleitet, geht zum Finanzamt. Er sagt, wir haben hier überhaupt gar keine Thematik, also wir haben hier gar keine Möglichkeit, ich kann es in dem Sinne nicht bezahlen. Wir haben uns hier über eine Stundung in dem Sinne dann geeinigt. Ja, aber auch hier ist es in dem Sinne so, er ist schon ja, mit einem Fuß daran ja, gelegen, dass sein Unternehmen letzten Endes in die Brüche geht. Das Gleiche war, er musste zur gesetzlichen Krankenversicherung, auch hier hat er in dem Sinne quasi eine ja, Ratenzahlung vereinbart. Das bedeutet, ja, das dritte Jahr beginnt damit, dass er Schulden bei der gesetzlichen Krankenversicherung plus Schulden beim Finanzamt hat. Und ich verrate dir jetzt nichts Neues. Diese zwei Gläubiger, ja, bei denen sollte man besser nicht verschuldet sein. Dieses ganze Thema hat jetzt auch bei ihnen mental auf die Psyche in dem Sinne gedrückt. Und auch generell Ende des zweiten Jahres hatte er so einen kleinen Umsatzeinbruch letzten Endes gehabt. Jetzt versucht er aber, weil er einfach diesen Druck hat, diese Sachen in dem Sinne zu regeln. Ja, das heißt, das Kind ist mehr oder weniger in den Brunnen gefallen. Jetzt versucht er, das Ganze rauszuziehen. Jetzt schaut er sich in dem Sinne um. Wie mache ich das mit der privaten Krankenversicherung? Weil ich bin ja noch jung. Ich kann grundsätzlich ja dort Geld sparen bei besseren Leistungen. Er sucht im Internet nach einem passenden Berater für das Thema Versicherung. Weiter geht es in dem Sinne auch, dass sein Fulfillment darunter gelitten hat. Und er natürlich jetzt auch sagt, es wird Zeit, dass ich mal hier das Thema der Firmenversicherung in dem Sinne angehe. Ja, weil jetzt noch ein Schadensfall oder eine Rechtsstreitigkeit dazu kommt, wo er letzten Endes wiederum Liquidität braucht, ja, das kann in dem Sinne das komplette Aus in dem Rahmen bedeuten. Und das ist letzten Endes auch dieses Thema, dass er wirklich in dieser miserablen Situation im dritten Jahr seiner Selbstständigkeit ist. Und er hat hier wirklich absoluten Stress gehabt. Ja, wie hat er letzten Endes für sich das ganze Thema gelöst? Er hat sich einen kompetenten Steuerberater gesucht, der mit dem Finanzamt dann auch nochmal mit mir in dem Rahmen gesprochen hat. Er hat sich mit einem Versicherungsmakler in dem Sinne ausgetauscht und hat dort ja mit ihm zusammen eine Lösung gefunden, dass die gesetzliche Krankenversicherung in dem Sinne abgestottert wird. Er ist hingegangen und musste in dieser Situation, ja, das ist leider natürlich sehr bitter, aber er musste hingehen und musste sich bei seiner Familie einen Kredit ja, nehmen. Das heißt, er musste sich Geld leihen, um die größten Löcher, die er letzten Endes dort hatte, in dem Sinne zu stopfen. Er hat gearbeitet wie ein Verrückter, hat die Schulden bei dem Finanzamt letzten Endes beglichen und hat auch gleichzeitig dann noch die Schulden bei der gesetzlichen Krankenversicherung über einige Jahre hinweg ja, Stück für Stück in dem Sinne abgestottert.
Und in dieser Situation willst du als Unternehmer überhaupt nicht stecken, ja? Weil das ist nicht schön, weil jetzt hast du richtigen Druck. Du musst nicht nur deine Mitarbeiter in dem Sinne bezahlen, ja, sondern du musst in dem Sinne auch letzten Endes diese Berge von Schulden, die du aufgehäuft hast, im dritten Jahr abzahlen, dass dein Unternehmen nicht in die Insolvenz rutscht. Er musste zu allem Überfluss auch noch seine Mitarbeiter entlassen, ja, weil er erst einmal jeden einzelnen Euro an Liquidität gebraucht hat. Das heißt für ihn, er hat wirklich gearbeitet und hat es dann geschafft, sich aus diesem, ja, aus dieser Misere heraus zu manövrieren. Was wäre jetzt die richtige Variante in dem Sinne gewesen? Thema Nummer 1, er hätte sich einen Versicherungsmakler respektive Finanzberater an die Hand nehmen sollen, direkt zu Beginn. Ja, da hat jetzt der Harry vom Fußballverein bei ihm leider nicht ausgereicht, ja, weil er einfach diesen Business Case und selbst auch einfach kein Unternehmer war. Das bedeutet, dort wäre direkt zu Beginn, ja, wenn es wirklich von den Umsätzen gepasst hätte, das Thema mit der privaten Krankenversicherung angegangen worden. Das heißt, er hätte dort diesen einen Schauplatz letzten Endes geschlossen, plus auch ein Konzept für das Thema Versicherungen, was für ihn, für seine Situation, für seinen Business Case auf seinem Umsatzlevel, immer dieses entsprechende Umsatzlevel, Sinn gemacht hätte. Das zweite, relativ früh ein Steuerberater rein, der ihn über diese Themen in dem Sinne aufklärt. Wirklich erst dann diese Investments letzten Endes tätigen, wenn es auch ja an der Zeit ist und man es sich tatsächlich auch leisten kann. Und wenn man dann das dritte Jahr in dem Rahmen überstanden hat und dann genau weiß, was habe ich an Einnahmen, wie sieht mein Business Case aus, wie kann ich verkaufen, habe ich eine nachhaltige Leadquelle, ist mein Unternehmen auch aus versicherungstechnischer Natur richtig abgesichert, dann hast du es letzten Endes geschafft, dass du nachhaltig eine Selbstständigkeit in dem Sinne betreibst. Und Mike hat es tatsächlich geschafft. Ja, der hat im dritten Jahr wirklich reingeklotzt ohne Ende und er ist jetzt noch nach wie vor wirklich sehr, sehr gut unterwegs in seinem Metier, hat sich ein Unternehmen aufgebaut, auch mittlerweile wieder Mitarbeiter in dem Sinne eingestellt. Aber, und da gibt es unzählige Beispiele und die habe ich im Finanzamt live auf Papier und am Telefon in dem Sinne mitbekommen, wenn jetzt nämlich hier das Thema ist, dass noch Umsatzeinbußen in dem Sinne kommen, vielleicht Rechtsstreitigkeiten, Versicherungsfälle, das Finanzamt, die gesetzliche Krankenversicherung, man ist mental nicht stark genug, dann kann es in dem Sinne dazu führen, dass im dritten Jahr die unternehmerische Reise erstmal erledigt ist. Und um dich davor zu schützen, dein Unternehmen abzusichern, dir aus erster Hand die Themen zu erklären, ja, die du auf jeden Fall als Unternehmer vermeiden solltest. Oder wenn du schon längere Zeit Unternehmer bist, hast die ersten 3 Jahre in dem Sinne gemeistert, dann habe ich für dich unter dem Video unseren Link beigefügt. Dort gelangst du direkt auf unsere Website. Trag dich einfach ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns deine Situation an. Mit unserem Team, mit unserem Netzwerk unterstützen wir dich. Ich freue mich auf dich. Dein Marc Sonne.